Ich wusste, das, was ich hier gerade mache, ist katastrophal für Heidi und die Show. Erstens öffnet das viele Wege für weitere Kandidatinnen, denen sowas passiert. Und es ist ein klares Statement, was ich setze. Aber wieso hast du Heidi da nochmal gedankt? Okay. Aus Angst. Ich wusste nicht, was passiert hier jetzt in diesem Moment mit mir. Und ich wusste auch ehrlich nicht, lassen Sie mich jetzt gehen. Also ich hatte da wirklich meine Sorge, dass ich da festgehalten werde. Stell dir vor, dein größter Traum ist es, Germany's Next Topmodel zu werden. Dann schaffst du es sogar in die Sendung, kommst richtig weit, alle Leute feiern dich. Doch plötzlich wendet sich das Blatt und alle hassen dich. Das ist Liana passiert. Ihr Vorwurf, die Show hätte absichtlich manipuliert und sie zur Hassfigur gemacht. Die Produktionsfirmen verklagen sie daraufhin und es kommt zum Prozess. Und plötzlich geht es um richtig viel Geld. Am Ende stellen wir uns die Frage, war es das alles wert? Das würden sie uns heute selber erzählen. Außerdem mit dabei TikTok-Comedian Marv Holm und das TikTok-Couple Jenny und Hamza. Herzlich willkommen, Liana. Hallo. Die Dreharbeiten zu Germany's Next Topmodel begannen 2019. Genau. Richtig. Was warst du denn davor für ein Mensch? Ich war ein super positiver, selbstbewusster Mensch, offen, bin immer offen auf Menschen zugegangen, habe Grundschullehramt studiert, war lange Zeit auch Behindertenassistentin, hatte immer ein Ehrenamt. Also mir war es immer wichtig, der Gesellschaft was zurückzugeben und mit viel Liebe dabei heranzugehen. Und dann wolltest du unbedingt Germany's Next Topmodel werden. Und deine Mutter war zuerst auch Feuer und Flamme, ne? Genau, so war es. Also seitdem ich 7 bin, schaue ich Germany's Next Topmodel, angefangen mit Lena Gerke. Und das war für mich schon immer mein Traum. Ich wollte auch schon immer auf die Bühne. Ich habe getanzt, seitdem ich 6 bin, angefangen mit Ballett. Irgendwann hatte ich dann meine eigene Tanzgruppe mit 14. Also, und geschuldet meiner Größe habe ich natürlich dann oft gehört, ach, geh doch mal zu der Heidi. Mhm. Und als ich dann studiert habe, dachte ich mir irgendwann, komm, ich versuch's noch mal. Habe das mit meiner Mama besprochen und sie meinte, das wolltest du schon immer mal. Versuch's doch einfach mal. So, Hauptsache nichts unversucht lassen. Was hat dich daran so fasziniert oder auch an Heidi? Warum war sie so ein Vorbild für dich? Heidi war aus mehreren Gründen Vorbild. Ich komme aus einer sehr, sehr großen Familie. Das heißt, ich habe 4 Geschwister und ich fand es immer toll, wie sie das vereinbaren konnte, so viele Kinder zu haben und trotzdem so ein Weltstar zu sein. Das war für mich ein Riesenvorbild. Aber auch ihre Art, weil sie auch so eine offene Art hat, immer am Lachen ist. Das hat mich irgendwie manchmal so ein bisschen an mich selber erinnert. Und dann natürlich auch die Patchwork-Familie, die sie hat gerade auch meine Mama auch sehr, sehr stark an ihre Patchwork-Familie, also an unsere Patchwork-Familie erinnert. Und deswegen war Heidi immer mein größtes Vorbild. Die ersten Folgen wurden dann ja parallel zum Dreh ausgestrahlt. Also die hast du ja quasi dann noch gar nicht gesehen, weil ihr ja in der Villa wart, ne? Wie waren denn aber die Kommentare nach den ersten Folgen? Die Kommentare waren durchweg positiv. Also selbst ProSieben hatte so ein Ranking auf der Internetseite, wer ist so euer Favorit? Und da war ich auf Platz 1. Und es war ganz spannend, weil genau in dieser Zeit war auch der Familienbesuch in Los Angeles. Das heißt, meine Schwester hatte diese ersten Folgen schon gesehen. Und dieses durchweg positive Feedback kam dann zu uns in die Villa und hat mir davon berichtet und meinte, Liana ist genauso, wie wir es uns erträumt haben. Du kommst genauso rüber, wie du bist und mach einfach weiter so. So ist es richtig. Dann fing aber die schwere Zeit im Frühjahr 2020 an. Also für uns alle, da kam Corona, aber für dich, Germany's Next Topmodel, im Frühjahr 2020 und du aber dann schon wieder zu Hause warst. Mhm. Wir sehen auch mal jetzt hier, was dann passiert ist, sag ich mal. Zum Beispiel hier. Streit eskaliert, Liana und Larissa gegen die Austria Gang. Oder Models von Liana genervt. Gönnt sie niemanden den Erfolg? Und das hat 1,2 Millionen Aufrufe, hier noch mehr Millionen Aufrufe. So kann man nicht Germany's Next Topmodel werden. Liana schießt gegen Maribel. Da haben dich sehr viele Menschen als Zicke wahrgenommen. Und viele Menschen haben diese Videos gesehen, wir haben die Views gerade gesehen. Und du warst dann die Zicke. Das warst du aber nicht, sagst du. Wann kamen die ersten Hasskommentare? Das war ganz verrückt tatsächlich und zwar wirklich, als wäre es getimt gewesen, als wir auf dem Flug zurück waren, das war ein 12-Stunden-Flug, haben wir unsere Handys wiederbekommen und ich hatte dann vor dem Flug mein Handy und durchweg, wie gesagt, positiv. Ich habe nicht einen einzigen Hasskommentar in den ganzen Kommentaren bekommen, setz mich in den Flieger rein und ab dem Moment war alles abgedreht und genau in diesem Flug ist die 4. Folge ausgestrahlt worden und ich mache mein Handy wieder an, lande und sehe nur alles voll mit Hasskommentaren. Genau zu dem Zeitpunkt, wo es abgedreht war. Also genau dann, wo ich nichts mehr in der Hand habe, wie ich mich verhalten habe. Und
Ich konnte es erstmal überhaupt gar nicht verstehen, weil ich musste mich zurückerinnern, dass ich meine, das war 3 Monate her, was in der 4. Folge passiert war zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist da überhaupt passiert? Mhm. Und ganz viele haben halt drunter kommentiert, die arme Maribel. Und das Verrückte war, ich habe mich bis zuletzt eigentlich am besten mit Maribel verstanden. Mhm. Das heißt, es war auch noch so, was denn mit Maribel? Ich habe doch überhaupt gar nichts gegen Maribel. Und da habe ich so langsam ein ungutes Gefühl bekommen und dachte, oh mein Gott, irgendwas läuft doch hier schief. Und was waren das für Kommentare? Also das waren einfach Kommentare, wie abscheulich ich als Mensch bin. Also ich bin ein ekelhafter Mensch, ich bin es nicht wert, dabei zu sein, ich bin es nicht wert, zu leben. Und wie kann es Menschen wie mich geben? Wie kann ich andere Menschen so fertig machen, gezielt, dass sie sich schlecht fühlen? Also Sachen, die ich über mich noch nie so gelesen habe und auch mich selber noch nie so empfunden habe. Ich habe dann meine Familie direkt angerufen und habe gefragt, was ist passiert in der Folge? Und die wussten auch nicht so richtig, wohin mit sich. Und meine Familie hat dann mal recherchiert oder ist einfach mal auf die Profile gegangen, weil man geht natürlich davon aus, das sind vielleicht 13-, 14-, 15-jährige Kinder, die vielleicht auch noch nicht wissen, was sie da schreiben. Tatsächlich waren das alles. Das waren Lehrer, das waren Krankenschwesterinnen, das waren natürlich auch junge Menschen, aber alte Menschen, das waren auch Männer, viele, viele Männer, die mir auch geschrieben haben, boah, ich muss das jede Woche mit meiner Freundin gucken, meiner Schwester, meiner Mama und sehe dich. Also das war durch die Bank weg, die komplette Gesellschaft unseres Landes. Was hast du gedacht, als du die Nachrichten gelesen hast? Ganz am Anfang habe ich gedacht, ach komm, die kennen mich doch noch gar nicht richtig. Ich dachte immer, Liana, gib dir noch ein paar Wochen Zeit, dann lernen die dich erst richtig kennen, dann verstehen die, wer du bist und dann hört es automatisch wieder auf. Mhm. Es hat ein paar Wochen gedauert zu verstehen, dass das nicht mehr aufhören wird und dass diese Rolle, die ich da bekommen habe, dass das nicht in der 4. Folge nur ein Zufall war und mal ein Schnappschussaufnahme, sondern dass das von Woche zu Woche nur noch schlimmer wird und dass dieses Bild von mir immer mehr verzerrt wird. Wie würdest du sagen, hat sich dein Leben dadurch verändert in den ersten Wochen? Ich selber habe mich nicht wiedererkannt. Also ich bin depressiv geworden, habe mich zurückgezogen, war nur noch zu Hause, konnte mein Handy kaum mehr anmachen, aber konnte es auch nicht zur Seite legen. Es war, wie du gesagt hast, auch Anfang von Corona, der allererste Lockdown auch noch dazu. Das heißt, ich hatte auch kaum Kontakt in die Außenwelt, wollte ich aber auch gar nicht. Und von meinem Selbstbewusstsein war nichts mehr übrig. Selbstliebe habe ich nicht gefühlt. Ich habe nichts an mir gut gefunden, weder im Äußerlichen noch im Innerlichen. Und irgendwann habe ich einfach geglaubt, was die Leute da schreiben und dass ich das verdient habe, weil ich so ein furchtbarer, schlimmer und ekelhafter Mensch bin. Wie war das für deine Mutter, für deine Familie? Meine Familie hat panische Angst bekommen, weil die das auch nicht von mir kannten. Die haben auch noch nie so lange keinen Kontakt zu mir gehabt. Und es war dann sogar so, dass dann irgendwann meine Schwester bei mir vor der Tür stand und stumm geklingelt hat, weil die Angst hatten, ich bin gerade zu Hause und tu mir was an. Und dass sie mit diesem Gedanken gar nicht mal so falsch lagen, habe ich denen dann auch später gebeichtet. Und sie haben dann so Angst um mich bekommen, dass sie mir professionelle Hilfe gesucht haben bei jemandem, der Cybermobbing seit vielen Jahren professionell dagegen vorgeht. Marv, wenn du davon hörst, das sind ja schon krasse Mobbing-Erfahrungen, von denen du berichtest. Hast du auch schon Erfahrungen mit Mobbing machen müssen? Tatsächlich ja. Ich hatte in meiner ersten Ausbildung Mobbing gar nicht von, also von, nicht von Menschen, von denen man das erwartet, sondern von dem Chef in der Firma, wo ich gearbeitet habe. Der hat mich sehr schikaniert, würde ich das mal nett ausdrücken. Ich habe da auch sehr drunter gelitten und das war auch so die erste Zeit, womit ich halt mit diesen schlechten Erfahrungen Bekanntschaft gemacht habe, wo ich ein Magengeschwür durchbekommen habe und so wirklich einfach krank wurde auch dadurch. Ja. Wie ist das bei euch, Jenny Hamza? Ich meine, ihr seid auch öffentlich im Internet unterwegs, ihr redet über euer Leben, auch über Religion. Kriegt ihr auch Hasskommentare ab? Also es ist wirklich was anderes, seitdem ich Social Media mache. Also ich mache Social Media jetzt seit ungefähr 3 Jahren ungefähr und es ist so, dass ich schon mein ganzes Leben lang mit Rassismus oder sonst irgendetwas zu kämpfen habe, mit Kommentaren, die einem gedrückt werden in der Bahn oder auf der öffentlichen Straße. Aber es ist nun mal so, dass man, wenn es auf einmal zum Beruf wird, man diesen Kommentaren irgendwann nicht mehr entgehen kann. Also man ist permanent darauf eingestellt, ich muss Videos hochladen, ich muss Content produzieren, weil das einfach mein Job ist und ich damit mein Geld verdiene. Aber andererseits kann ich auch nicht bei jedem Video die Kommentare ausstellen. Und bei mir war es so, als ich zum Beispiel jetzt vor einem Jahr angefangen habe, mich zu bedecken, also meinen Kopftuch zu tragen, gab es so 3-4 Monate eine Zeit, vielleicht auch ein bisschen weniger, sagen wir 3 Monate, wo ich so viele Hasskommentare bekommen habe. Also wo wirklich ich ein Video hochgeladen habe und damals die Videos so durchschnittlich 8.000 bis 10.000 Kommentare hatten mit, warum machst du das jetzt? Du sahst davor viel besser aus. Du bist von einer
ja genau, sie ist auch so eine Putzfrau, wie eine Türkin, was auch gar keine Beleidigung ist, aber einfach, es ist einfach beleidigend gemeint. Oder was war noch alles da, dass ich so gut aussah und mich jetzt freiwillig hässlich mache und alles drum und dran. Und irgendwann hat man sich dran gewöhnt, sage ich mal so. Aber ich war wirklich auch kurz davor zu sagen, okay, nee, ich pack das nicht mental. Ich möchte meinen Kopftuch wieder ablegen. Aber hab's dann, Gott sei Dank, geschafft. Weil ich bin immer der Meinung, dass es auf Social Media besonders so ist, wenn Menschen sehen, dass viele Hass predigen in den Kommentaren, dann machen sie mit. Also es ist wirklich selten so, dass da, sagen wir, es sind 10.000 Leute, die schlechte Kommentare schreiben, aber wirklich nur ein Bruchteil von denen hätte von alleine angefangen. Das sind immer die Leute, die mitziehen und mitziehen und mitziehen. Das sind wirklich Leute, die wirklich einfach nur mitrennen. Liana, du hast gesagt, dass du irgendwann geglaubt hast, was diese Leute dir die ganze Zeit erzählt haben. Und du hast auch gesagt, dass du darüber nachgedacht hast, das zu beenden. Wie ging es dir in der Zeit? So ein Gefühl kannte ich noch nie. Also so ein Gefühl, dass du das Gefühl hast, ich werde nie wieder glücklich sein können. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Und hier gibt es einfach nichts, wofür ich noch leben möchte, noch viel schlimmer. Weil ich lebe, geht es anderen Menschen schlecht. Meiner Familie, meine Mutter weint jeden Tag. Mein Hund wurde versucht zu vergiften, nur weil ich lebe. Und es hat sich fast unfair angefühlt, auf der Welt zu sein. Und es hat sich angefühlt, als würde ich der Welt und meiner Familie einen Gefallen damit tun, wenn es mich nicht mehr geben würde. Und auf jeden Fall den Zuschauern, die mir das jeden Tag sagen, wie glücklich sie wären, wenn ich mich umbringen würde oder wie sie das auch selber gerne machen würden. Und ja, das ist, wenn du an diesem Punkt bist, kommst du nicht mehr alleine wieder raus. Wie hast du das dann geschafft? Nur mit meiner Familie und mit professioneller Hilfe. Also erst in dem Moment, wo Peter Sommerhalter damals zu mir kam und gesagt hat, hey, pass mal auf, das hier ist Cybermobbing, was dir passiert. Und das ist nicht in Ordnung, was die Leute machen. Und ich weiß, obwohl ich dich so kurz kenne, dass du ein liebenswerter Mensch bist. Erst als ich verstanden habe, hey, Moment mal ganz kurz, nicht ich bin hier im Unrecht, sondern die anderen. Erst in diesem Moment konnte ich anfangen, Schritt für Schritt aus diesem Loch rauszugehen. Das ist ein Kampf, den kriegt man nicht mit einem guten Gedanken oder mit einem netten Wort. Aber wenn die Leute an deiner Seite stehen und dir immer wieder helfen und immer wieder rückmelden, wer du bist, meine Mama zum Beispiel und meine Familie, dann hast du gute Chancen, dass du denen irgendwann wieder glauben kannst. Ich finde es total krass, was du erzählst und wie du es erzählst, weil sich das so... Also ja, weil es sich so schlimm anhört und weil es so schlimm ist einfach. Ja. Also eigentlich unvorstellbar finde ich, dass fremde Menschen sowas mit einem machen können. Ich lese jetzt einmal etwas vor, aufgrund des Zitatrechts ist es wichtig, dass ich es vorlese. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass das war für dich persönlich ein ganz wichtiger Moment in der Cybermobbing-Geschichte, als du vom Opfer wieder zur handelnden Person geworden bist. Beim Live-Finale von Germany's Next Topmodel hast du einen spektakulären Walk hingelegt und deine Rede gehalten. Alles wie geprobt. Am Ende der Rede hast du aber die Macher der Show inklusive Heidi Klum völlig überrascht und sprachlos gemacht. Du hast gesagt, dass du aus dem weiteren Finale aussteigst und nicht länger Fläche für Hass sein willst. So zu sehen in einem Clip vom 21. Mai 2020 auf dem Germany's Next Topmodel YouTube-Kanal. Wir schauen da jetzt mal rein. Ich habe schon gewonnen, denn ich habe mehr erreicht, als ich mir je erträumen habe. Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass, denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz. Und deswegen verzichte ich auf das Finale. Denn Love always wins und mein Sieg ist Glückseligkeit. Dankeschön, Heidi. Liana, bleib doch. Bleib wow. bei uns. Liana, bleib doch noch ein bisschen hier. Das war jetzt unerwartet. Ja, das war unerwartet. Du hast viel mitgemacht, Liana. Ich bin fast jetzt auch ein bisschen sprachlos. Ja, also ich war auf jeden Fall auch sprachlos. Ich glaube, viele. Das war, fand ich, ein wirklich krasser Fernsehmoment auch. Danke. Und ich frage mich aber nach wie vor, wieso hast du Heidi dann nochmal gedankt? Okay. Aus Angst. Ich wusste nicht, was passiert hier jetzt in diesem Moment mit mir. Weil ich wusste, das, was ich hier gerade mache, ist katastrophal für Heidi und die Show. Weil erstens öffnet das viele Wege für weitere Kandidatinnen, denen sowas passiert. Und es ist ein klares Statement, was ich setze. Und vor allen Dingen zeigt es mich, genau als den Gegenteil von dem Mensch, der 3 Monate ausgestrahlt wurde, weil ich wurde ja so ehrgeizig ausgestrahlt, dass ich über Leichen gehen würde. Und komisch, dass genau ich dann den Titel hinhänge. Und ich wusste nicht, erstens,
was macht die Show daraus, was macht Heidi daraus? Versuchen Sie das jetzt irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder versuchen Sie das jetzt irgendwie negativ darzustellen im Laufe der weiteren Finalshow, um ja, das abzumindern, was hier passiert ist? Und ich wusste auch ehrlich nicht, lassen Sie mich jetzt gehen. Also ich hatte da wirklich meine Sorge, dass ich da festgehalten werde. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht zumindest mit Heidi halbwegs pari aus der Nummer rausgehen und ihr nicht die ganze Schuld geben. Ja. Vielleicht habe ich dann gute Chancen, dass der Sender sagt, komm, ist jetzt auch so in Ordnung für uns. Was ist denn danach passiert? Was passiert denn hinter den Kulissen? Bist du dann nach hinten gegangen und hast dann noch einen Sekt mitgetrunken? Oder hast du die Party noch mitgenommen? Nein. Oder wie haben auch die Leute hinten da auf dich reagiert? Das war so spannend. Passiert? Ich meine, man muss sich mal vorstellen, jeder an diesem Set, der kennt mich ja, der ist mit mir 3-4 Monate verreist. Und jeder an diesem Set weiß, wenn sie diese Folge anmachen, okay, das ist nicht die Liana, die wir hier 3-4 Monate erlebt haben. Und das war total schön zu sehen, als ich dann hinter die Bühne kam, waren dort die Stylisten und die anderen Finalkandidatinnen. Und die haben mir Standing Ovations gegeben und hatten alle Tränen in den Augen. Und das war... Oh, krieg ich gerade Gänsehaut. Ja, das war für mich auch ein richtig, richtig krasser Moment. Also das auch zu sehen, auch wie die mich supporten und sagen, hey, du hast alles richtig gemacht. Das war ja der wichtigste Moment erstmal für mich, der erste Moment danach. Mhm. Und dieses Gefühl zu bekommen, hey, die stehen hier geschlossen hinter dir, auch wenn sie irgendwo Teil dieser Sendung sind. Und dann bin ich noch ein paar Schritte weitergelaufen, dann waren dann die verantwortlichen Produzenten und Aufnahmeleiter in der Nähe und die sind erstmal nur wie wild rumgelaufen und haben erstmal nicht verstanden, was passiert hier gerade. Das war ein herrlicher Moment und dann hat auch die Aufnahmeleiterin zu mir gesagt, dass sie dachte, das ist ein Witz, als das gerade von vorne durchgegeben wurde. Die konnten das erstmal überhaupt gar nicht realisieren. Und dann bin ich hinten zu den Mädels gegangen, also zu den ganzen Top 20. Die haben auch nochmal Riesenapplaus mir gegeben und dann durfte ich tatsächlich gehen. Und dann stand tatsächlich meine Familie mit dem Wohnwagen, dem Wohnmobil, also meine Mama, meine Schwester und meine Tante schon vor dem Studio. Das habt ihr so räubermäßig schon geplant, so ganz vorne genau. Abgeholt direkt. Total, meine Mutter hatte auch totale Sorge, dass ich nicht rauskomme. Deswegen wollten die alle in der Nähe sein und die wären dann mit... Wahrscheinlich mit dem SEK einmarschiert. Schon ein bisschen wie ein Film gerade. Total, ne? War es auch. Also man muss auch, also ich glaube für Leute, die auch so TV-Produktionen nicht kennen, es ist schon auch ein krasser Move auf jeden Fall. Ja. Das ist sehr, sehr teuer alles und sehr, sehr doll geplant. Ich glaube, dass da viele dann denken, krass, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Das erfordert auf jeden Fall Mut. Danke. Wichtig ist nur noch mal zu betonen, dass wir natürlich jetzt nur deine Geschichte hören. Und es gibt auch Models, die sich wohl und gut aufgehoben gefühlt haben bei Germany's Next Topmodel. Dann ist lang nichts passiert oder es war ruhig im Germany's Next Topmodel. Aber im April hat die YouTuberin Carla Scheix ein Video gemacht auf YouTube und darin gesagt, Germany's Next Topmodel ist schrecklich und sollte abgesetzt werden. Hat mehrere Ausschnitte gezeigt und Gründe genannt. Und du selbst hast auch gesagt, das Video hat dich auch da zu ermutigt oder motiviert, selbst ein Video zu machen. Ja. Und dann hast du im Mai ein Video veröffentlicht. Das Video wurde 3 Millionen Mal geklickt, also sehr viele haben es gesehen. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Mein erstes YouTube-Video nach so einer langen Zeit und dann gleich eins, wofür ich verklagt werde. Na dann darauf Prost. Bevor das Video jetzt aber gleich losgeht, möchte ich euch darüber informieren, dass wir Models unter einer Schweigepflicht stehen. Teile dieser Schweigepflicht umgehe ich heute. Das hat, glaube ich, vor mir noch kein Model von Germany's Next Topmodel gemacht. Das heißt, in diesem Video werdet ihr Sachen erfahren, die euch vom Stuhl hauen werden. So, das Video hat riesige Wellen geschlagen. Alicia Joe zum Beispiel oder Rezo haben auch noch Videos dann zu Germany's Next Topmodel gemacht. Also es war großes Thema auf YouTube. Und daraufhin haben die Produktionsfirmen von Germany's Next Topmodel, Red 7 und 7-1, die Aussagen bestritten. Und es kam zu einem Gerichtsprozess zwischen dir und den Produktionsfirmen. Wir haben den gerichtlichen Beschluss vom 4. Juli auch vorliegen. Aber erstmal die Frage, wie war es für dich, als der Brief ankam, als die Klage ankam? Es war verrückt, weil ich meine, ich habe mich drauf eingestellt, aber als dieser Brief dann kam, ach, es ist so schwierig, in Worte zu fassen. Und ich gelesen habe, okay, was genau werfen Sie mir vor? Weil ich dachte, ja gut, Sie werfen mir die Verschwiegenheit vor, aber Sie werfen mir vor, gelogen zu haben. Und das war wieder diese alte Leier. Okay, Moment mal ganz kurz, sortier dich kurz. Liegst du richtig mit dem, was du sagst? Oder bist du doch dieser furchtbare Mensch? Und das waren wieder diese Fragen, die ich hatte, weil Sie mir vorgeworfen haben, dass ich lüge. Das heißt, dass es eben nicht so passiert ist. Und das tat vor allen Dingen weh, weil die waren alle dabei. Und das ist so das, was ich mir denke. Ihr wart alle dabei und ihr schreibt jetzt in diesem Brief, ich würde lügen, wenn ich über Manipulation und vorgegebene Handlungen am Set spreche. Wie in 17 Jahren, also wie viele Mädels haben das schon durchgemacht? Also wie viele Beweise könnte ich noch bringen, wenn ich 2, 3 andere Mädels noch was sagen lasse? Und das tat richtig, richtig weh. Also dass ich einfach von denen als Lügnerin abgestempelt werden sollte. Mhm.
Also im Prozess ging es um 5 Aussagen von dir, mhm, konkret. 2 davon waren dir besonders wichtig. Das hast du eben gesagt, ob Handlungen von der Produktion vorgegeben wurden. Da hast du recht bekommen. Ja, das wurden sie. Und ob eure Füße vor Catwalks absichtlich eingecremt wurden zur Manipulation. Da ist es 50-50 ausgegangen. Eingecremt ja, absichtlich, um Unfälle zu provozieren, nein. Ich weiß noch, das war die Diskussion Nummer 1 danach im Netz, mhm, weil es dann natürlich auch viele andere Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen gab, die meinten, nee, es wurden nie die Füße eingecremt, andere wieder, doch, es wurden sogar Absätze angesägt, mhm, und es war halt, das war mir so wichtig, dass das einfach mal einmal klargestellt wurde, okay, genau so ist es passiert. Nicht nur so sehr für mich, sondern auch um zu verstehen, dass wenn ihr nächstes Mal so eine Show guckt und die Mädels stolpern, denkt vielleicht nicht, oh, sind die blöd, ne? Sondern sich hinterfragen, okay, was könnte im Vorfeld passiert sein? Einfach nur, dass dieses lächerlich machen von jungen Menschen, die sich wirklich Monate damit beschäftigen, wenn sowas passiert, dass das einfach nicht mehr so funktionieren kann. Und die Manipulation am Set und die vorgegebenen Handlungen, also dass das gerichtlich jetzt bewiesen ist, ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn ich es einfach sage in meinem YouTube-Video. Und dass sich das Gericht sich da so auf meine Seite gestellt hat, ist ein Meilenstein im Reality-TV, weil jetzt ist es bewiesen. So, und jetzt gibt's gar keine Frage mehr. Da kann niemand mehr was dagegen sagen, dass es bei mir nicht so der Fall war. Eine Frage, hat es sich für dich jetzt alles gelohnt? Also mit der ganze Hate, der da war, der Gerichtsprozess, alles, was dazugehörte. Ja, hundertprozentig. Ja. Ich bin jetzt auch ein Mensch, ich liebe mich noch mehr als vor Germany's Next Topmodel, erstens. Ja. Und zweitens habe ich eine ganz andere Aufgabe nun bekommen. Ich glaube nicht, dass ich als Model so glücklich geworden wäre, wie jetzt mit meiner Kampagne Love Always Wins. Die macht mich so unglaublich glücklich. Ich kann so vielen jungen Menschen da draußen helfen. Und ich glaube, das ist alles, was im Leben zählt. Ist Heidi Klum jetzt nach wie vor dein Vorbild? Und was denkst du zu Heidi Klum? Nein, also Heidi Klum ist definitiv kein Vorbild mehr. Und ich finde, im deutschen Fernsehen muss es jemand geben, der das noch ein bisschen sensibler macht und noch ein bisschen besser im Sinne von ein bisschen, also eine Show einfach, die ähnlich aufgebaut ist, nur moralisch korrekt. Und das wird dann mein neues Vorbild. 7 oder Red 7 und 7-1 können jetzt auch Widerspruch einlegen, richtig? Natürlich. Also sie können auch Widerspruch einlegen und so wie es aussieht, haben sie das auch bereits getan. Wir haben nur vom obersten Landesgericht noch keine Infos dazu, aber... Wie fühlst du dich damit? Bist du nicht nervös? Oder? Nein, ich freue mich, weil... nein, es ist wirklich so, es ist so verrückt, aber bei den anderen Punkten... Es wird ja alles wieder aufgerollt. Und ich bin bei den anderen Punkten klar, ich kann es verstehen, warum das Gericht so oder so entschieden hat. Aber ich glaube, wer weiß, wenn es vor die nächste Instanz geht, würde ich sagen, nee, du hast bei allem recht. Weil, weißt du, wie ich meine, wenn du mir was mit einem reinen Herzen machst und weißt, was du erzählst und das ist kein... Ich weiß ja, was ich erlebt habe. Ich weiß ja das. Wovor soll ich Angst haben? Was soll mir passieren? Also ich meine, da waren auch so viele andere Leute am Set, die können das alle beweisen. Hol sie doch in Zeugenstand und dann werden noch ein paar andere Punkte von denen, die ich gesagt habe, auch noch mit bewiesen. So wie der Gerichtsprozess ein voller Erfolg für mich war, wird der nächste noch ein größerer Erfolg für mich. Bin ich mir ganz sicher. Das ist einfach mein Glaube. Love always wins. Das war es noch lange nicht, denn hier geht's schon zum nächsten Talk und hier könnt ihr bei den Kolleginnen aus dem Funknetzwerk vorbeischauen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die große Runde Dieb und Deutlich, dann könnt ihr exklusiv in der ARD-Mediathek einmal reinschauen.